Es ist der große Zaubertrick von No Man's Sky. Prozedural generierte Welten. Denn damit hat das nur 15 Mann kleine Team von Hello Games ein frei erkundbares Universum mit 18 Trillionen Planeten erschaffen. Die Grundlage davon ist keine endlose Handarbeit, sondern Mathematik. Ein Algorithmus, der für die extreme Vielfalt bei Flora, Fauna und Klima zuständig ist und die Dateigröße des eigentlichen Spiels mit nur rund 6 GB fast schon lächerlich klein hält. Zudem passieren alle Berechnungen nicht auf einem Server, sondern beim Spieler. Dadurch kann man das Spiel auch komplett offline spielen, muss aber dann auf den Ruhm verzichten, Entdeckungen im Online-Atlas für alle Spieler benennen zu dürfen. So beeindruckend das in No Man's Sky auch aussieht, das Weltraumabenteuer ist bei weitem nicht das erste Spiel, das durch prozedurale Generierung schier unendliche Vielfalt erschafft. Ich bin der unendlich schlaue, aber einmalige Michi. Und in diesem Video zeige ich euch 5 Spiele, die schon vor No Man's Sky endlose Möglichkeiten aus dem Algorithmus geboten haben. Wie passend, denn eines der ersten Spiele mit prozeduraler Generierung war ebenfalls eine Weltraum-Sandbox. Oder besser gesagt, die Mutter aller Weltraum-Sandboxen. Elite von David Braben und Ian Bell aus dem Jahr 1984. Denn schon damals wurden die 8 Galaxien mit ihren je 256 Planeten über einen Algorithmus erschaffen, um mit den Limitierungen damaliger 8-Bit-Systeme klarzukommen. Über fixe Startwerte und einen Pseudo-Zufallsgenerator wurden so die Position, Namen, Beschaffenheit, Beschreibung und Waren von Planeten generiert. Trotzdem sehen alle Spieler das gleiche Ergebnis, das Universum verändert sich also nicht bei jedem Spielstart. Übrigens, David Braben und Ian Bell hatten ursprünglich vor, Elite noch um ein Vielfaches größer zu machen. Der Publisher Aconsoft redete den beiden die Pläne aber wieder aus, da durch mehr Galaxien nur deutlicher auffallen würde, dass sie allesamt aus dem Algorithmus kommen. Morrowind, Oblivion und Skyrim haben dem Spieler zwar riesige Fantasy-Reiche zum Erforschen geboten, das größte Elder Scrolls ist bis heute aber Teil 1, The Elder Scrolls Arena. Denn das liefert bis heute auf 6 Millionen Quadratkilometern die meisten Provinzen des Fantasy-Reichs Tamriel, auch wenn man sich bei ihrer Gestaltung keine große Mühe gemacht hat. Denn abseits der Hauptquest und großer Städte kommen Dungeons, Geschäfte und NPCs komplett aus dem Generator. Zwischen zwei Städten kann deshalb die Laufzeit schon mal aus 10 Stunden Latscherei ohne Abwechslung bestehen, weshalb der eine Typ, der Arena ohne Schnellreise durchspielt, bereits seit 22 Jahren unterwegs ist. Die Entwickler haben daraus gelernt, denn für die Fortsetzungen wurden die Spielwelten immer kleiner, dafür aber handgebaut und deutlich detaillierter. Mit Spore wollte Sims-Erfinder Will Wright den nächsten Schritt im Genre der Lebenssimulation machen und tatsächlich den Aufstieg einer Zivilisation vom Einzeller zur Weltraummacht spielbar machen. Damit der Spieler nach Lust und Laune neue Alien-Spezies erschaffen kann, setzt das Spiel auf prozedurale Animationen. Der Spieler legt beispielsweise nur fest, wie viele Arme und Beine eine Kreatur hat, das Spiel animiert anschließend automatisch die richtigen Bewegungen. Die von Spielern erstellten Kreaturen sind dank prozeduraler Generierung nur wenige Kilobyte groß und tauchen so über den Online-Dienst des Spiels auch in den Spielen anderer Leute auf. Neben den Animationen wird in Spore außerdem die Spielwelt und sogar der Soundtrack prozedural generiert. Auch Left 4 Dead setzt auf Methoden der prozeduralen Generierung. Denn dass sich jede Runde in Valve's Zombie-Shooter anders spielt, liegt am auf einem raffinierten Algorithmus basierenden Spawn-System, dem KI-Regisseur. Der legt fest, wann, wo, welche Art von Gegner im Level auftaucht. Basierend auf einer Wegfindungsroutine für Counter-Strike-Bots hetzt das System den Spielern nämlich, je nachdem wie schnell man sich durchs Level bewegt, wie weit entfernt man vom Safe Room ist und wie gut die Spieler noch bei Gesundheit sind, mehr oder weniger Infizierte oder sogar Bossmonster auf den Hals. In Left 4 Dead 2 greift das System zudem noch in die Levelgeometrie ein und stellt allzu flinken Spielern einen Zaun in den Weg. Das Ergebnis? Jede Runde ist spannend und auch Mod-Bastler dürfen bei selbst erstellten Karten auf das bewährte System zurückgreifen. Natürlich kommt in diesem Video auch der prozedurale Welthit Minecraft vor, denn anders als in den meisten anderen Spielen in dieser Liste, wird im Klötzchen-Erkundungs-Bastel-Blockbuster von Mojang die komplette, schier endlose Spielwelt bei jedem neuen Spielstart komplett neu generiert. Trotzdem kann man tolle Welten nicht nur im Multiplayer-Modus mit anderen Spielern teilen, sondern auch ein Abbild davon als 19-stellige Zahlenfolge, dem sogenannten Seed, teilen.
da, einige Versionsunterschiede und Biom-Sonderfälle mal ausgenommen, theoretisch jede Minecraft-Installation den gleichen auf der sogenannten Perlin-Noise-Funktion basierenden Algorithmus zur Generierung der Spielwelt verwendet, genügt dieser Seed als Startwert, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Das war ein kleiner Ausflug in die Welt der prozeduralen Generierung in Spielen. Denn ja, dieses Video deckt nur einen Bruchteil der Spiele und der Möglichkeiten ab. Es sei denn, ich nutze diese von mir erdachte Formel für prozedural generierte Videos, die mir, wenn meine Berechnungen korrekt sind, ohne jeden Aufwand endlos neue Videoinhalte liefert. Nur noch diesen Wert hier eintragen und...